Hallo meine Lieben, ja, wie versprochen gibt es das Video zu meinen beiden Swaps, die ich gemacht habe. Ja, wie gesagt, die sind ziemlich einfach und gehen schnell, deswegen werde ich auch beide nacheinander machen. Mit dem hier fange ich an. Und zwar brauchen wir als erstes, ich zeige euch erstmal, was ich dafür alles benutzt habe, einmal dieses Set hier, mein Papierschneider, ein Designpapier, wie das heißt Baby Glück, aber ich verlinke euch das unten, beziehungsweise ich verlinke es nicht, sondern ich schreibe es mal unten rein, wie es heißt. Dann nehme ich so ein ganz stinknormales, bisschen dickeres Papier. Wir brauchen eine CD, aber erst für das andere Teil nachher. So. Zack. Und dann beginne ich. Und zwar, die Maße sind ein bisschen komisch. Na, so habe ich hier festgestellt. Und zwar brauche ich als erstes 15,7 cm. Das schneide ich mir hier einmal ab. So. Und dann 10,2. Und ich habe aus diesem Streifen hier 3 Stück von diesen Boxen bekommen. Also ich kann mir das hier jetzt noch zweimal zurechtschneiden, habe dann 3 Stück davon. An den langen Seiten falze ich bei 2 cm. Eins. Umdrehen, auf der anderen Seite genauso, 2 cm falzen und an der kurzen Seite falze ich jetzt bei 6 cm. Schub, einmal und zweimal. Okay, so, dann brauche ich mein anderes Falztool und mein Lineal. Und jetzt drehe ich mir die Seite, die ich quasi innen haben möchte. Also wenn ich jetzt, hier habe ich ja die Falzen so gezogen, dass das außen ist, dann lege ich mir das hier hin. Und ich gehe mal kurz die Falzlinien so leicht nach, damit ihr die gleich besser sehen könnt. So, jetzt haben wir alles gefalzt. Und zwar brauchen wir jetzt eine Linie von hier nach hier, also schräg, dass ich da, wo sich die Falzen treffen, dahin soll eine Linie so schräg, und zwar 2 cm. Und das an allen 4 Seiten. Und dafür nehme ich mir einfach mein Lineal und meinen Stift und markiere mir hier jeweils 2 cm, immer von der Falz nach außen. Das mache ich auf beiden Seiten. Upsi. Er abschmiert darf nochmal. Na komm. So. Einmal und zweimal. Dann kann der Bleistift schon an die Seite. Wir nehmen uns unser Lineal und das Falztool. Da könnt ihr irgendwas für nehmen. Also irgendwas, was ihr im Haus habt, womit man halt falzen kann. Und dann gehen wir immer schön von der Markierung bis hin in die Ecke. Ich versuche das so gut wie möglich zu treffen, damit ich dann anschließend nicht so eine Probleme habe beim Falten. So, zack, das habe ich auch. Und diese hier falte ich mir jetzt einmal so entgegengesetzt. Zack und zack. So, und nun müssen wir diese Teile hier und hier festkleben, so dass wir am Ende das hier nach oben klappen können. Und dann sollte das gut abschließen. So, also nehme ich mir meinen Flüssigkleber, schwupp, und klebe hier diese Seite und diese Seite schon einmal fest. Ich
ziehe hier jetzt immer mit den Fingern nach außen, damit mir der Kleber nicht hier in diese Rille läuft, also in diese Ecke, die ich der dann hochklappen möchte. Also schön festdrücken und auf der anderen Seite natürlich das gleiche Spielchen. Ich gucke auch, dass ich nicht zu viel Kleber in die Ecke reinmache, nicht, dass mir das zusammenklebt, das wollen wir ja nicht. Und dann halt, wie gesagt, immer schön nach außen streichen, damit das da nicht so doll in die Ecke reinläuft. So, wenn das Ganze dann hält, schiebe ich das hier einfach nur ein bisschen hoch. Da klappt schon von alleine hoch. So, da will es noch nicht so ganz kleben. Ja, ich weiß auch nicht, habt ihr das auch mit dem Kleber? Also ich liebe den ja abgöttisch, aber sobald es ein bisschen wärmer ist, braucht er ein bisschen länger, um zu trocknen. Geht euch das auch so? So, also wenn wir das geschafft haben, seht ihr, dass man das hier jetzt hochklappen kann. Was ich jetzt aber noch mache, ich nehme mir mein Falztool und ziehe das hier einmal so rüber, dass hier so eine kleine Wölbung entsteht, weil ich nicht möchte, wenn ich das gleich hoch mache, dass sich das so doof knickt. Deswegen mache ich das schon mal vorher. Und dann habe ich nämlich jetzt hier schon die Wölbung und brauche nicht nochmal so, und brauche nicht noch einmal. Na, jetzt habe ich es aber. So, schaut, jetzt ist es fertig. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir hier oben einen Klettverschluss reinmache. Und zwar nehme ich da einfach diese Pads von Aldi und klebe zwei Stück aufeinander. Also ich zeige euch einmal gerade. Hier den ganzen Krempel ab. So. Achso, hier habe ich schon zwei übereinander kleben. Und dann schneide ich mir die hier ab. Damit ich den Kleber nicht so an der Schere habe, mache ich das eben, dass ich die vorher so übereinander klebe. Und dann schneide ich mir die einmal in der Mitte durch. Und dann brauche ich auch wirklich nur so eine Hälfte, weil die Dinger, die sind ja doch ein bisschen stabiler. Und dann nehme ich halt diese abgeschnittene Hälfte, klebe die nach oben, dass man die nicht so sieht. Und dann wie beim Magnet auch einfach nur jetzt die Lasche abmachen und einmal zusammenkleben. Und schon ist euer Schächtelchen fertig. So, was ihr noch machen könnt, ist, ihr könnt natürlich noch, so wie ich jetzt hier, ich habe es jetzt in ein Tütchen, dann habe ich meine Visitenkarte, damit jeder weiß, von wem es ist. Und dann habe ich hier oben noch so ein kleines süßes Teilchen dran gemacht. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das gar nicht in eine Tüte packen, ich möchte es einfach so verschenken, dann kann man natürlich einfach, ich habe dieses Set hier genommen von Stampin' Up. Und da habe ich ein paar süße Sprüchchen drauf. Und dazu passend gibt es diese Handstanze hier. Ja, und dann könnt ihr euch irgendein Motiv aussuchen und dann eben noch so ein schönes Teilchen, so wie hier, dann noch dazu packen. Vielleicht hier noch draufkleben oder einfach nur einen schönen Spruch. Ja, da seid ihr natürlich in eurer Kreativität ungebremst. Das könnt ihr machen, wie es euch gefällt. So, das war der erste. Es geht weiter mit diesem hier. Und bei dem ist es so, dass ihr am Anfang ein Papier braucht in der Größe 3x6 Inch. Hier nehme ich mir wieder mein Falzbrettchen. Upsi, so. Und nehme mir jetzt hier einfach meinen Rest, den ich von vorhin noch über habe. Gucke mal, ob das hier passt mit den 6 Inch. Ah, leider nicht ganz, schade. Okay, dann. Warte mal. Ich brauche ja da 6 und da 3. Das passt ja dann doch. Dann nehme ich hier einfach die 6 und auf der anderen Seite die 3. So, also einmal 6 Inch. Und einmal 3 Inch. Wenn ihr ein komplettes Designpapier nehmt, dann bekommt ihr aus diesem Designpapier, wartet mal, ich hatte 1, 2, ich glaube, 1, 2, 3,
sechs oder acht Stück habe ich rausgekriegt. Ich glaube sogar acht. Ja, ich glaube sogar acht. Okay, dann geht es ganz einfach weiter. Und zwar sucht ihr euch jetzt aus, welche Seite vorne sein soll, die oder die. Da ich hier bei dem gerade das Gold außen hatte, nehme ich jetzt hier das Rosa nach außen. Und dann nehme ich mir meinen Fast Fuse und klebe an der Seite, die nicht außen sein soll, einfach einmal einen Streifen hier hin. Ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen oder so. Und jetzt packe ich mir das hier so zusammen, dass ich das einfach oben drauf lege und mache mir einfach so eine Rolle und klebe das hier schön zusammen. So, und anschließend packe ich diesen Klebeteil nach unten und drücke mir das einfach einmal so zusammen. Nehme mir wieder mein Falztool und ziehe die Ecken schön glatt. Ziehe das hier rüber und mache das gleiche nochmal. So, und hier haben wir schon unseren Body quasi fertig. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine CD, irgendeine, ist völlig egal welche. Ich habe jetzt hier mal meine fünf Geschwister. Und dann nehmen wir uns wieder unser Falztool. Und jetzt legen wir die CD so an, dass sie von der einen Ecke genau die andere trifft. Und falzen einmal, upsie, nicht verrutschen bitte, gut festhalten und ziehen dann einmal hier eine Falz rüber. Das machen wir jetzt an allen vier Seiten. Also auf diesen beiden Seiten drehen uns das Teil um. Also erstmal hier. So, wieder nicht verrutschen bitte. Ja, das muss man wirklich gut festhalten, dass einem das nicht verrutscht. So, und drehen uns das um und machen das gleiche nochmal auf dieser Seite. Na, jetzt habe ich ein bisschen zu fest gedrückt hier. So, und hier mache ich es ein bisschen anders wegen dieser Naht hier. Ich fange hier an dem geklebten und gehe dann zur anderen Seite rüber, damit ich hier nicht über diesen Huckel falzen muss. So, okay. Ja, und dann ist die ganze Zauberei auch schon fertig. Jetzt brauchen wir nur noch an den Falzen das Teil nach innen klappen, auf beiden Seiten natürlich. Und schon haben wir diesen kleinen Pillow oder diese Pillowbox fertiggestellt. Ja, und dann könnt ihr das befüllen mit was auch immer ihr wollt und könnt das bestempeln, wie auch immer ihr wollt. Ihr könnt entweder ein Bändchen drumherum binden, dass es nicht aufgeht und dann einfach mit dem Bändchen verschenken oder wie ich in eine Tüte, wenn ihr es nicht also wenn ihr es nicht zubinden wollt mit einem Bindfaden, dann packt es einfach in eine Tüte, dann bleibt es auch noch ein bisschen sauberer. Ja, und so haben wir das fertig und ja, ihr seht, ich habe hier das gleiche Set einfach benutzt, was ich auch schon bei dem anderen benutzt habe. Ja, ihr Lieben, das war's schon. So schnell hat man diese zwei süßen Boxen fertig. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn die erste Box ein bisschen chaotisch war. Ich werde auch noch mal genau gucken mit den Maßen, wie das jetzt alles genau war. Ich glaube, so hundertprozentig ist das mit den Maßen hier immer noch nicht. Irgendwo habe ich da eine Sache verkehrt gemacht. Aber das schreibe ich euch alles unten in die Box, damit ihr da auf jeden Fall die richtigen Maße habt. Ihr Lieben, noch mal ganz kurz eine Sache. Und zwar ist mir in diesem Video eine kleine Panne passiert und dadurch ist ein kleiner Filmfehler entstanden. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache mir da jetzt mal, ja, ich mache da jetzt einfach was draus. Und zwar, wer von euch diesen Filmfehler erkennt, richtig erkennt und mir unten in die Kommentare als erstes reinschreibt, also die richtige Antwort reinschreibt, der kann was gewinnen. Porto werde ich auch tragen. Ihr müsst mir dann nur die Adresse zukommen lassen. Und zwar könnt ihr diese beiden Teile gewinnen. Dieses Kissen hier ist zwar schon offen,
aber ich habe es nur ein einziges Mal ausprobiert. Ich habe es nämlich doppelt. Also das könnt ihr gewinnen. Und diese Box hier, da sind Breads drin, 200 Stück, große und kleine, in verschiedenen Farben. Also, wer als erstes den richtigen Filmfehler erkennt und die erste Antwort, die unten in den Kommentaren die richtige ist, derjenige gewinnt das. Ich werde euch dann unten unter dem Kommentar antworten, dass ihr die richtige Person seid, also dass ihr gewonnen habt. Und dann setzt ihr euch bitte mit der E-Mail-Adresse, die unten in der Infobox steht, mit mir in Verbindung. Gebt mir eure Adresse und ich sende euch das zu. Okay, ihr Süßen, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.